Anderen Leuten. Mit besseren Leuten. Ja. Oh nein, ich habe vergessen, wie die Schwere. Oh. Selber schuld. Was? Selber schuld? Selber schuld. Ich hab doch nie der Name halt nicht so viel. Alter, du hast ein Jahr noch, bis du verlassen die Sitzung. Diese Meldung ist echt die geilste überhaupt. Achtung, da klopft der Overall, Mann, bei der Tür. Ja, ich hab jetzt hier auch geklopft. Hey, good work, people. Great job. Nice, we're still in business. Very well done. All of you. Very, very non-incriminating. Yes, that's the word I'm looking for. Ah, you know, it's ironic, given we, maybe now's not the best time to discuss irony. God, what is wrong with me, you know? I'm usually such a high achiever, you know, for a criminal. So, before we remove Professor Reshkovsky from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's nothing immoral at all. Just lawyers. Well, the professor's old business associate and two lawyers, but really it's all the same. I mean, I always say, if you can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill, right? Oh, here they are, Gavin Van De Loop and Josh Sherman. Get them on the way to City Hall, get the documents they're carrying. The business partner is Dima Popov, extremely rich, extremely paranoid, and extremely horrible. Don't cry for this guy, no one else will. He's renting a place up in Richmond Glen, just him, and a huge security team. Get close to him, take him down, and after that we should be ready to go. Danny und ich. So. Für den ganzen Stress, den der Abkommen hat, mega bereit. Ja? Kriegt er jetzt 0% Anteil? Ist mir egal. Nee. Ey, macht keinen Scheiß. Ö-Team, haltet zusammen. Nein, ist mir scheißegal. Braucht von euch noch einer Kohle? Mareike braucht wahrscheinlich Kohle, ne? Klar, brauche ich kannst, Kohle. Kannst du hier alles reinbuttern. Das wir brauchen alle Kohle. Ja, oh, egal, hat sie wirklich schon mal voll abgetan. Sag ich doch, der geht immer. So, warte mal. Wer ist jetzt was? Wir sind das Rathaus-Team im Moment. Was willst du hier? Ich muss vom Rathaus ein paar Anwälte ausschalten und ihre Unterlagen besorgen. Die Hälfte, anderen beseitigen sie lange. Still und heimlich. Thomas, was willst du in diesem Team? Was? Soll ich ins andere Team oder was? Ja, welches Team macht denn was? Hier in dem Villa-Team habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe gemeint, keine Ahnung, was ich machen muss. Ich wollte gerade sagen, ich habe so oder so. Sollen wir dann in. Ja, warte mal, das steht doch hier. Schleiche euch in Popos Villa, neutralisiere seine Wachleute und erledige dann Popo. Hinterlasse keine Zeugen, das müsst ihr machen. Was soll man denn anziehen? Sollen wir das so behalten? Nice. Wie seht ihr denn aus? Sollen wir das anlassen? Wir müssen das snipen. Falsch, ja, dieser Typenkopf mit den ja, Tippen, lassen so wir das doch anders aus. Ja. Aber die Maske gefällt mir noch nicht so ganz. Also halt Maske. Du bist mir gleich in die Hose. Oh, mir tut mir leid. Ich glaub, den nehme ich, oder? Die finde ich eigentlich ganz cool. Wie ist das? Die nehme ich. Komm, lass uns die Affenmaske nehmen. Einfach aus Scheiß. Lass uns die Affenmaske nehmen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Die Anime-Maske, Alter. Ja, was jetzt? Anime oder Dings? Nee, lass uns die Affenmaske nehmen. Falsch an. Ich will gerne wissen, was wir hier tun. Ihr zwei müsst gleich jemanden mit einem Sniper erschießen, dann schnell runterlaufen, die Tasche klauen und entkommen. Das schaffen wir. Es empfiehlt sich auch, wenn einer vom Dach aus schießt und einer von oben den Punkt anläuft und dann sofort wieder runter geht und unterhalb des Gebäudes. Nee, das hat er schon gerufen. Ja, wir machen das einfach Bonnie und Clyde-Style. Ja, okay. Also, wir machen einfach alles kalt. Wir machen einfach alles kalt und haben keinen Plan, was wir dabei tun und dann fahren wir ein Auto zu Schrott. So sieht aus. Wir haben ein gepanzertes Auto, das lässt sich nicht mehr zu Schrott fahren. Was hat der eigentlich gekostet? Final stretch now. It's a two-horse race with two of you in each horse, the ass and the head. Horse one is going for the lawyers at City Hall. Horse two is on the business partner in Richmond. Sound good? Get moving. Muss ich dann das machen? Horse one, there's a ladder going up to the roof of the building opposite City Hall. You've got your long-range rifles, right? You want to minimize risk of failure, so you're taking your kills at exactly the same time. Coordinate your shots.
geklappt. Ich glaube, den habe ich schon in der ersten Folge gebracht. Ja. Egal. Verdammt. Aber darf man einmal in jeder Folge gehen? Was? Darf man einmal in jeder Folge bringen. Achso, genau. Das soll ich dann von oben snipen? Ja, gesagt. Das geht sogar zweimal in einer Folge. Das geht sogar wahrscheinlich dauernd. Siehst du, der geht immer. Du darfst zweimal in einer Folge absagen? Ja. Ah. Aber nur mit Gutscheincode. Ich will nichts sagen, aber zweimal in einer Folge ist ohne Rooftop. Geht nicht zum Aussichtspunkt? Oder was? Wolltest du mal wieder gesagt haben. Hoch. Hast du nicht gelesen, musst du weiter hoch und in Stellung gehen. Aber meinte Thomas nicht irgendwas, wäre klug, wenn einer unten bleibt? Ihr müsst beide erstmal oben den Punkt anlaufen. Achso. Und dann muss einer von euch ganz schnell runterlaufen, weil dann steht da jetzt auf Area, aber wenn du wieder unterhalb des Gebäudes stehst, dann geht's wieder. Sag mal, hier lang. Da bist du ja, wir machen, ja, wir kriegen das schon. Ist der ganz oben? Also muss ich noch eine Etage höher? Straße gewählt. Ja. Guten Tag. Also. So, aus dem Rathaus kommt dann. Got a clear view of the steps. Vanderloop and Sherwin are on a route in a black benefactor shafter. Do not shoot until they are out of the car. Komm, wir schlagen gleich Alarm. Richtung Dings? Was ist denn Richtung Dings? Richtung Leiter. Wir müssen ja da unten die Tasche holen. Here they come. Wait till they're out and take the shots at the exact same time. Two shots, two kills. Kannst du ihn sehen? Nee, da hinten auf dem Balkon steht einer. Ich glaube, der soll auch auf dem Balkon stehen. Ohne Scheiß! Ey, wie geil. Schalte Pop-Off aus, ne? Popo. Bei mir steht Popo V. Okay, sollte es so in der Richtung sein. Rico muss die Tasche vom Rathaus holen. Der ist wahrscheinlich hinter dem Haus. Nee, ja, vorm Rathaus steht das Ding. Liegt die Tasche. Was ist denn jetzt passiert? Was ist los hier? Hä? Das Rathaus... Oh, beide muss ich abschießen. Sag das doch, Thomas. Ja, natürlich. Was alle muss man abschießen? Na, beide Staatsanwälte. Ja, beide. Sagst du früh. Das wurde nie erklärt. Das stand doch da. Ja. Gucken, die Heißmission wie immer sehr, ja, profihaft. Ja. Ich hatte einfach vergessen, den Timer zu stellen, deswegen. Ich finde, wir sollten das, okay, die ganze Sache unter Heißmission mit Profis oder so laufen lassen. Ja. Paranel heißt hart. So. Was hast du gesagt? Paranel nein. Nein. Weil das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ist doch egal. So, warte mal, das Auto steht da drüben. Ja, wir müssen da drüben. Warum läuft ja, das? Ja, warte, ich pack das. Okay. Climb the ladder and get in position on the rooftop. Halt doch dein Maul. Dann bleib ich einfach. Nee, du musst auch, glaube ich, warte mal. Wir werden mal sehen, ob wir beide dort stehen müssen. Ja, links von uns aus. Auf diesem Balkon. Du siehst den einen Typen da links auf dem Balkon noch und dann sitzt er wahrscheinlich ein bisschen weiter. Ich muss ja ganz hoch. Ja, aber kommt immer dann besser schießen. Vom anderen Hügel aus, da oben, wo diese komische, wo der Irrgarten ist. Das versuche ich mal. Komm. Willst du mit? Ja, ich bin unterwegs. So, okay. Du sniperst die weg, ich geh schon mal runter. Aber nicht vorm Haus lang fahren, das ist ja. Vanderloop and Sherwin are on a route in a black benefactor shafter. Do not shoot until they're out of the car. Aber jetzt steigst du ins Auto, das dann. Wo? Oder läufst du rüber? So, da kommen. Here they come. Wait till they're out and take the shots at the exact same time. Two shots, two kills. Well done. Now, go down and get their documents, and if the police corner you, then make sure you're killed, not captured. Das ist. Ich kann nicht einsteigen, aber okay. Warte, ich mach mal. Also, konnte ich. Jetzt kletter doch da runter. Was macht denn der Typ? Komm nicht auf die Leiter drauf. Geschossen, weil die Polizei da ist. Das ist ich ganz. Ich falle gerade nach unten. Das müssen wir nochmal machen. Warte, das kann. Kannst du knicken, da müssen wir echt schneller sein. Kannst du knicken. Hab ich schon. Was? Ich will nicht, was du wissen musst. Nickner? Ha, ich seh's! Wohin? Wohin fährst du denn? Warte, ich will den rausziehen. Ich glaub, ich bin ja auf ihn. Bleib auf den Kopf, das liegt ihm gerade. Schießt die gerade alle um. Boah, Alter.
do not bring those documents anywhere near the apartment until you are sure the police are not following you. Copy? Das war zu weit weg. Es tut mir leid! Es tut mir leid! Aber es geht. Also du kannst auch in diesem Wagen hinfahren, einsteigen, also dich direkt so hinstellen, dass der Wagen zwischen dir und dem Bullen steht, dann geht das. Oh, jetzt habe ich, warte, da, der Knopf. Ja, aber ich steig doch auf der Fahrerseite aus. Ja, ja. Achso, ja, ja, ist okay, vergiss es. Lass uns ja nicht drüber reden. Ich stelle jetzt aber erstmal den Dings anders ein. Den Dings? Den Fahrzeugzugang. Ja, bei mir ist sie hinten eingestiegen, geilerweise. Ja, bei Fahrerseite. Nee, Fahrerseite hinten. Ist das halt? Ja, weil du halt nicht. Kannst du so hinten einsteigen, geilerweise. Naja. Ich weiß gar nicht, über was ihr schon wieder redet. Warte. So. Ich stell das Auto erstmal hier auf die Seite. Damit du gleich dann einsteigen kannst, vorfahren und dann so wie ich das auch gerade gemacht habe. Quasi das Auto zwischen dich und die Bullen kurz aussteigen, dann nimmt er das Teil auf. Also halt direkt dann gleich an den Koffer ranfahren. Dann muss ich halt wenden im Prinzip einmal kurz, ne? Ja. Und in dem Ding schießen, könnt ihr schießen auf dich, wie du musst. Warum haut denn der jetzt ab? Weil ich aus Versehen geschossen habe wahrscheinlich, ne? Was? Er haut ab? Ja, ja. Ah, ich fahr gleich direkt gegen den Scheiß machen. Wieso er erschrocken hat. Was für tolle Leichtigste, er läuft alleine weg. Ja klar, fall er wieder runter. Ich bin auch runtergefallen, ich weiß nicht, wo noch runter. Ey, ich hab den jetzt. Am besten jetzt vielleicht irgendwo rechts mal abbiegen. Ja, weil gerade Strecke ist scheiße. Ja, klar. Da hätte ich natürlich Angst, mal abzudrücken. Alter! Ja, da kann schon nichts passieren. Well, I don't know. Nochmal links. Die Waffe will die Mitte. Und dann da genau wo. Und da oben dann gleich wieder links. Keine Haftbomben, verdammte Kacke. Warum haften keine Bomben? Eltern haften hier Bomben. Jetzt, jetzt. Weg. Achso, oh ja. Heli hat uns wieder ein bisschen. Verlass das Gebiet. Geh bloß. Verlass mal das Gebiet verlassen. Voll, ich dachte eben, ich sitze immer links runter. Was ist hier los? Ich hab kein Volk abgegeben. Egal, jetzt fahr da oben weiter. Über die Rampe drüber. Braucht ihr Hilfe? Was ist denn da eine Rampe? Alter. Oh, Scheiße. Braucht ihr zwei Hilfe? Meine ich jetzt sagen? Nein. Alles gut. Sicher. Wir können jetzt auch schnell wechseln. Das ist schon okay. Ich schaff das. Okay. Oh, nice! Warte, ich bin hier. Woo! Da! Bedauer! Aus, flick aussteigen! Wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich. Jetzt ausgestiegen. Versuch mal wieder ein Stückchen in die Stadt zu kommen, weil da kannst du mehr Gassen, wo du dich verstecken kannst. Weg da! Links und rechts. Also. So, jetzt kommen wir jetzt wieder direkt vor und sagen, gib Gas, was er gedreht hat, sind wir weg. Ja, vielleicht war es eine blöde Idee, ich hau mal ab mit den Sternen. Ja, ja, mach mal. Oh, ich pack uns. Hast du Sterne? Nö. Unbelievable.
Hey, angefahren. Deine Töten. Oh, die Feuerwehr kommt. Feuerwehr, bleibst du nicht stehen? Nein. Nee, weiterfahren, nicht hier stehen bleiben. Das wird nichts. Vielleicht dann vorne links abbiegen. Würde gerne mit Ihnen überlegen. Irgendwo eine Gang. Gas geben, damit wir noch vor dem Polizist da durch sind. Geil gemacht. Hey. Was machst du? Ja. Der Auto macht das auch nichts, wenn du das irgendwo ranbrechst am Auto. Ja, aber das hält auf. Jawohl. Wenn du langsam fährst, kriegen sie es halt wieder ins Blickfeld. Dann kriegen wir so ein Flo. Yo. So wie jetzt? Kannst du mein Auto machen? Ja. Der Kuruma gefällt mir echt gut, soll ich? Ist auch schick. Ich hab mir den in der ungepanzerten Version geholt. Super eben. Nö, ich finde die gepanzerte eigentlich ganz super. Ja, da hab ich kein Geld für sonst. Zweiten Transport. Was ist der Legendary Motorsport? Ja, Legendary. Legendary Motorsport. Soll ich euch mit dem Heli holen? Soll ich kurz gucken, wo ist denn der? Denn der. Vorne. Ah, jetzt steht da einer. Ist doch nichts. Alter. Was machst du? Was machst du? Wie der mir vertraut, weißt du? Der ist da gar nicht. Als Beifahrer einsteigen. Wie schnell ihr. Der gefällt mir überhaupt. Hilfe? Geht gar nicht. So? nee, so nicht, weil so sehen sie uns von der Straße aus. Nee, der ist da. Definitiv nicht. Die Gummi, dass man über die Kreuzung rüberkommt. Da ist er doch! Oh, die kann ich so kaufen. Fahren wir da? Ich nehme ihn. Oh, sie haben uns eingekesselt. Was nehme ich denn? Rückwärts. Ach, ja. Sounds like the locals have given up their pursuit. Was war das denn? Normalerweise kann man die Dinger doch dauernd umfahren. Hey, man hat nicht die Holzfeile. Das ist klar, aber jetzt haben sie mein Auto überprüft. Warte, ich geh mal kurz weg. Vor allem, wie du mir vertraust, ne, dass ich nicht als Fahrer einsteigen kann. Ne? Oh, Immobilie auswählen. Immobilie sparken. Ja, ne, dein Verdeck. Dein Verdeck ging gerade zu und du hast noch nicht drin gesessen. War das richtig? Das geht mit Fernbedienung. Das geht mit Fernbedienung. Das ist wie die Zentralfunktion. Das klappt auch mit meinem Dach so. Da fällt Motorrad. Stark, lass es stehen! Ist jemandem schon mal aufgefallen, dass ich viel besser fahre als früher? Ja. Deswegen lasse ich inzwischen auch an die Steuer meiner Autos. Definiere früher. Keiner gesehen. Das hat niemand gesehen. Mein Herz. Nein, da hinten, nicht da hoch. Du solltest, glaube ich, nicht erwähnen, dass du gut fährst. Ich hab's da aufgeschworen. Oh, hier liegen auch schon wieder irgendwelche Schilder rum. Nee, da hinten, ne? Die haben voll mal geklappert. Hinten, oder? Nein, wir müssen in die Garage rein, passt schon. Ich glaube aber, ich muss die Garage, aua. Nein. Kannst du in die Garage nicht reinfahren? Doch. Wie geht das nicht? Nein, du kannst in meine Garage nicht einfahren. Doch, das heißt, ich tue es doch gerade. Ja, das Auto steht immer noch davor jetzt. Also, was war denn das gerade meine Stellung? Bei mir steht das Auto noch davor. Garage voll, ja, super. Gerade oben die Dokumente. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass wir halt in dem Job sind, deshalb kann ich da reinfahren. Nein, ich will da nicht reinfahren, meine Güte. Fehlgeschlagen. Ich hab gewonnen. I how you? Ja, yeah, oh Gold. Yeah, oh, ich hab Silber gekriegt, aber wenn ich so in die Auto gefahren. Ja, dann hat keine Chance, ey. Wenn jetzt irgendeine Crew kommt, ich mach alle Autos kaputt. Level 28! Ja. Yay!